Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch. Wir haben nochmal das Ding nochmal genau angeguckt und ich werde jetzt versuchen, das nochmal zu schaffen. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir sind jetzt hier wieder back. Ja, Spiel. Ah. Nee, ich bin irgendwie. Ah, doch, jetzt bin ich drin. Oh Gott, es laggt. Ja, und jetzt chill mal. Das Ding ist hier. Ja. Oh, it's a different one. Someone had too much time on their hands. How did it end up back here? Yeah. Warte mal. There's a tape inside. Might as well see what's on it. So, yeah, mach mal. Glaube, warte mal. Mit dir nochmal ganz leicht zurückscrollen. Und auch da hinten sicher irgendwo die Hexe erkennen. Das ist ein ganz kleiner Moment. Naja, ist eigentlich auch egal. Okay, komm, Hundi. Das hier kurz. Still some leftovers inside. Maybe a few days old. Maybe. Maybe not. 2176. Field menu. Great. First it's witches and curses. Now what? Commando? So. Lol, können wir hier rüber? Ne, sah halt so weit echt hier aus. Ne, okay, genau. Der Typ ist jetzt hier mit Hundi entlang gelaufen. Genau hier über die Brücke. Und jetzt kommt dieses Ding. Und da bekommt. Da war es Bullet? Ah, hier. Ja, ja. Ich sehe eigentlich, wenn wir das länger in der Hand halten. Ich glaube, die hätte. Wow. Ah, das ist einfach der Hund. Okay, komm. Dann ist er hier entlang gelaufen. Und dann. Ja, bei ihm war hier halt kein See. Oder ein Fluss oder was halt auch immer. Das war halt einfach nicht so. Eine ältere Spieleversion oder so. Gut. Verstehe das alles nicht. Also really jetzt. Leute, ich glaube, wir sind jetzt an einem Ort. Ich bin jetzt hier so ein bisschen durchs Wasser gelaufen von da hinten. Und jetzt glaube ich, sind wir an einem Ort, wo wir noch nie waren. Ich glaube, das Ganze zumindest. Was ist hier? Alter, ich. Also, es ist bestimmt anders, aber. Oh mein Gott, es ist. Super burn. How did we end up back here? Yo, what the fuck? Hätten wir ein komplett. Wow, oh Gott. Oh, Hund, ihr schreckt mich doch nicht so, das. Sieht lieber aus. Es ist halt auch abends spät gerade bei mir, aber egal. Sind wir schon mal entlang gelaufen? Aber nicht, oder? Und? Ah, da hinten. Oh, hat was. Freeze-dried ice cream, huh? And Jess used to love these. She was so bummed when I told her that I didn't actually eat them in space. No, 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 sorry, buddy. You know chocolate is bad for you. Ja, aber Bullet, kannst du mal suchen? Seek. Aha. You got nothing? Also, ich verstehe das halt nicht. Da ist nochmal dieses Picture. Okay, warte mal, stopp. Stopp. Wie zur Hölle, wir waren gerade, warte mal, ich zeige euch das. Wir waren gerade hier unten, irgendwo. Und wir sind darüber gelaufen und jetzt kommen wir von hier unten. Was zur Hölle? Also ich verstehe es halt nicht. Relativ neu. Probably not something a 9-year-old could set up.
Also ich verstehe es halt auch nicht. Noch weniger verstehe ich, wo wir durch müssen. Ich habe in der Schule halt auch noch einen Kumpel gefragt, der das Spiel auch so ein bisschen kennt. Und der hat halt auch gefragt, ja, es ist halt das Ziel vom Spiel, dich zu verwirren. Aber... What? Was ist das? Looks ancient. Come on, boy. Let's leave it alone. Oh, wieder so ein Hexending halt. Junge, ich entdecke irgendwie aber die ganze Zeit auch wieder neue Wege. Aber ich habe trotzdem keinen Plan, wo das wir sind. Ja. Oh Leute, ich habe irgendwas gefunden, irgendeine Notiz. Zwar nicht die, die ich im Walkthrough gesehen habe, aber es ist die. Also irgendwie, es geht um einen Patienten, der irgendwie sich nicht mehr erinnern konnte an alles, bis auf, dass sein Freund tot war. Keine Ahnung, ansonsten. Also ich hatte jetzt vielleicht was geändert. Das lag die ganze Zeit hier. Und wir sind halt einfach schon wieder hier. Junge. Check's nicht. Ich bin hier schon wieder. Ja, jetzt 20 Minuten einfach irgendwo rumgelaufen und einfach noch nichts gefunden. Gar nichts. Gar nichts. Aber ich versuche das immer noch ein bisschen zu funken und so. Wow. Leute. Leute, Leute, Leute. The hell? This wasn't here a minute ago, right, buddy? Wow, wow, wow. Ich habe gerade nochmal das Video geguckt und jetzt kam hier noch das Auto. Ja, Hund, die Hunde, beruhig dich. LOL. Did it just... No, no, no. Get it together, Ellis. It's probably Peter's. Maybe Bull can catch a scent. Ja. Bullet. Heal. Komm jetzt her. Was ist der denn? Junge. Sniff mal dran. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now you'd do great on the force if you weren't so stubborn. Mhm. Oh Gott. Spiel. Nein, bitte nicht. Ach gut. Dachte, man stößt jetzt ab. Geh schnell. Oh, endlich wieder etwas gefunden. Endlich wieder ein Hinweis. Oh, bin ich froh, ey. Haben sich auf jeden Fall trotzdem die halbe Stunde auch gelohnt. Und jetzt? Wetten, jetzt ist es anders. Wetten, das ist das, was ich übersehen habe. Ja, wirklich. Wirklich? Oh mein Gott. Das war genau das, was ich übersehen habe. Och Mensch, genau, dann ist er hier lang. Jetzt hier rüber und da hat er den Stein. Yo, what the fuck? Ja, genau. Ja. Und ich eine Grube hier habe. Trotzdem. Och Mensch, Junge. Okay, er kann jetzt schon seine eigenen Wörter sagen, irgendwie. Oder wieder seine eigenen Wörter. Und sie hören sich an wie eine Frau. What? Ah, Bullet hat hier noch eine Fährte. Wo ist jetzt Bullet hin? Ach, hier, ja. Meinst du? Was ist da hinten? Da hinten leuchtet irgendwas. Bullet? Bullet, ich hab Angst. Gehen wir denn hier schon wieder runter, ey? Wie führt er uns right hin, Alter? Oh, I can't just ignore him. Oh, endlich wieder. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north.
I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. Die Leute sind jetzt hier alleine. Ich höre auch die ganze Zeit irgendwie Geräusche und so ein ab und zu so ein. Genau das. Bum, bum, bum. Und langsam. Ich hab Angst. Der Sheriff hat auch den Glauben an uns verloren. Hätte besser ein gelbes Halsband nehmen sollen. Hätte ich ihn ein bisschen besser gesehen, okay. Bruder, ich werde hier noch vor diesen ganzen Steps und Geräuschen zu. Was ist das, Boy? Ist wrong? Da ist wieder eins. Welt zerstören. Better now, Bullet? Schon wieder ein Boot. Wieso gucken die alle in die Ecke? Wieso? Hat das irgendwas auf sich? Ein riesiger Fels. Oh, Bullet, warte mal, Junge, der ist der Typ, Alter. Ich bin auch durch, Junge. Oh, Lolex. Bullet, what's wrong? Habt ihr das unten gesehen? Look, nein. Bullet. Ist das? Junge. Get a grip, Ellis. It's just a tree. Come on, Bullet. Was ist hier? Face to Ellis. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Yeah, actually, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete, foundations, or trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right. It's just, yeah, we're gonna look for that campsite and the trenches or whatever they are. Over and out. Undi und ich. Ja, warte, warte, warte. Was ist los? Undi und ich sind jetzt auch over and out. In der nächsten Folge werden wir diese Mine erkunden. Oder was es auch immer ist. Oder der Wald weiter erkunden. Undi und ich sind over and out. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.